Harry sagt Hallo und guten Tag zur Realität. Ja, die Realität ist morgen, denn heute ist noch der 11. Bin am Abend nochmal unterwegs, habe das zum Anlass genommen, ganz einfach mal ein Video zu machen. Ein Video, nämlich auch von der anderen Seite kommend, das heißt jetzt hier Richtung Gran Chaparral gehend. Gran Chaparral liegt da vorne. Wir sind jetzt auf der Seite San Fernando. Und ich möchte euch mal zeigen, wie man auch auf kurzem Wege von San Fernando zum Gran Chaparral kommt. Wir haben da vorne ja die Tankstelle und da haben wir einen Übergang und können den nutzen, um von San Fernando in die eine, aber wie gesagt auch in die andere Richtung zu kommen. Wir sind auf dem Weg, oder ich, zum Gran Chaparral, denn da ist heute was los. Da hatte Sigi Geburtstag. Er hatte Geburtstag, das habt ihr bei Conny Canarias gesehen, und der hat eingeladen. Und Gran Chaparral ist ja eine besondere Adresse für mich und eine besondere Freude, da ich wollte schon lange mal wieder hingehen. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, aber schon mehrmals versprochen, aber dann mache ich es jetzt doch wahr. Und natürlich wegen dem Sigi. Und der hat ja Besuch aus Amerika. Und das Ganze könnt ihr dann auch sehen. Einmal am Freitag am Faro schon angesagt. Und vielleicht auch heute so ein kleines Interview. So, und das ist die Straße, die jetzt nach San Agustin führt, Richtung Campo Internacional, hinter mir, Meloneras, beziehungsweise Aguinerin, Puerto Rico, Mogán. Und hier vorne, hier ist die Shell-Tankstelle. Und wenn jemand mal karnevalmäßig die Umzüge, die komplette Situation sehen möchte, wie die Wagen dann starten und aufgereiht sind, kann man von dieser Brücke aus sehr, sehr gut machen. Also sehr oft bin ich hier auf diesem Weg noch nicht gelaufen, das muss ich dann jetzt dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz. So, da drüben ist San Fernando, da über die Brücke und dann rechts, da geht man zum Sótano. Das ist dieser Einkaufsladen der besonderen Art. Gute Qualität und günstige Preise, ich habe schon mehrmals berichtet. Und über diese Brücke musst du gehen. Und ja, unser Shell-Shop auch abends noch geöffnet, aber da haben wir ja hier keine Probleme. Autobahnstraße. So, und da ist der Tiroler Stadel und da geht's heute hin. Und deswegen auch mal von der anderen Seite zeigend. Dieses Video zum oder vom Stadel, das mache ich, hänge ich jetzt nicht mit ran, sondern das machen wir separat. Hier ist die Autowaschstraße, die Boxen, wo man selber waschen kann. Preis günstig, 1 Euro, mit 2 Euro ist man da auch durch. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, warum ich eigentlich hier zu Fuß unterwegs bin. Ich bin nochmal zu Fuß unterwegs, ja, denn Autofahren kann jeder. Aber für mich ist das ein notwendiges Übel, Autofahren, manchmal, aber nicht, wenn ich laufen kann. So, und schaut euch mal an, wie eindrucksvoll die Wolken jetzt hier sind. Ist das nicht schön, als ob einer hier einen Vorhang auf- oder rübergelegt hätte. Und hier hat man mehr Blick. Hier sieht man das Coca, das Maritim Playa, das Doncel. Und jetzt gehen wir durch das holländische Viertel, gehen wir jetzt in den Gran Chaparral. So, und hier ist dann aber abends auch zu oder nachts zu. Hier vorne ist unser Keramikladen, den es
Chico heißt der, den es leider nicht mehr gibt. Die haben dann Keramiksachen auf Anfertigung auch gemacht. Leider, schade, nicht mehr. Dann gab es hier ein Elektrofachgeschäft, vielleicht kennt das hier auch noch jemand, der hieß Sosa. Und da hat es dann elektrische Teile gegeben, die man woanders nicht bekommen hat. Der war da hinten, irgendwo hinten links in der Ecke. Oder der, die Reihe davor, davor war das. So, das ist die holländische, belgische, die Ecke. Und bevor ich jetzt zum Grand Chaval gehe, gehe ich hier einfach mal durch. Im Moment noch ein bisschen wenig los, aber das kommt noch. So, ja, und jetzt gehen wir hier rechts. Da ist die kleine Bühne hier, so eine Terrasse. Dann gibt es hier den Bike-Laden. Hier, seit 86 gibt es diesen Laden, Britannia Barfoot in Drinks Live Sports, seit 1986. So, und da unten, da gibt es den Bike-Laden, da kann man auch Fahrräder mieten. Hier links sind die Toiletten. Und ja, da ist er, der Tiroler Stadel. Auch eine Institution seit 1900 und ich glaube 85 oder irgendwie. So in dem Dreh. Und ich habe hier auch Stunden verbracht, Kaffee getrunken, was weiß ich für wie viel Cent. Da geht es runter zum Parkplatz. So, da ist er, der Tiroler Stadel. Und dann schauen wir da auch mal rein. Sonntagabend ab 18 Uhr geöffnet. Jetzt wisst ihr das auch gleich. So, da bin ich jetzt noch einer der Ersten. Und wie sich's gehört, sind wir vor der Zeit. Und wer kommt da? Der Sigi kommt. Und ich glaube, der Sigi kommt nicht alleine. Als ob ich es geahnt hätte. Sig, geh mal raus und schau mal, ob jemand kommt. Ihr kennt ja den Sigi. Heute bin ich dran mit dem Aufnehmen. Ich sage jetzt mal hier draußen Hallo. Sigi, hallo, grüß dich. So, wir sind da, wie versprochen. Ja. Und du bist? Sandra. Und kommst aus? Aus Deutschland. Aus Deutschland? Aus Deutschland. Ja. Wo ist denn Amerika? Amerika ist hier. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Du sprichst Deutsch. Ja, ja, ich spreche Deutsch. Das ist schön, weil wir sprechen auch Englisch, ja? Alle? Ja. So, dann sage ich Hallo. Hallo. Wir machen das hier auf der Straße. Grüßt hallo. Euch. Der Manfred. Der Kati. Hallo. Ich bin der Harry. Gut. Meine andere Schwester Ingrid. Die andere Schwester Ingrid. Und du bist extra eingeflogen aus Amerikanien. Ja, ja. Rosemarie heißt frisch importiert. Ja. Frisch importiert. Ja. Bist du das erste Mal hier? Hier in Gran Canaria das erste Mal. Und ja, bis jetzt gefällt es dir? Ja, sehr schön. Wir haben ja auch nichts anderes erwartet. Ne? So, ja, ich will euch nicht aufhalten. Ich mache hier außen mal und dann komme ich. So, hier sind wir im Gran Chaparral. Hier ist heute der Geburtstag vom Sigi, ich habe es ja angekündigt. Und wir sind hier beim Tiroler Stadel. Ja, und ich muss euch mal hier ein Schild zeigen. Das glaubt ihr nicht, denn hier gibt es richtige, das ist ein Museum. Der Tiroler Stadel ist eigentlich ein Museum. Die Bilder sind teilweise sehr, sehr alt. Und da gibt es eins, das ist besonders schön, das kommen wir gleich drauf. So, das ist der Gran Chaparral. Legendär. Treffpunkt. Und wenn ich euch sage, dass ich hier viel Kaffee getrunken habe, nicht hier unten Casa Toni, sondern da hinten. Und ich glaube, jetzt freut sich jemand, nämlich der Flying Robert, der sagt, schau an, hier irgendwo haben mein Vater, wollte ein Restaurant oder Bar eröffnen und ich glaube, es war irgendwo hier in dieser Ecke. So,
Los Angeles Grill Bar Restaurant und da habe ich früher Kaffee getrunken. Auf der anderen Seite, da geht es nämlich auf die Rückseite zur Straße dahin. Und oh, ich schöne Zeit, aber ich sage, jetzt sonst hört wieder einer und sagt, war das nur damals schön? Nein, es ist heute auch schön, aber damals gab es eben auch so schöne Punkte, Erinnerungen und da haben wir uns immer getroffen von der Zeitung. Teleblitz hieß die, vielleicht kann sich noch jemand erinnern. Info Gran Canaria später und vorher war es die Zeitung Teleblitz. Eine Tageszeitung, eine deutsche Tageszeitung, die wurde hier gedruckt. Der Wolfgang Böhm hatte damit zu tun, den es auch leider nicht mehr gibt. Der hatte eine Zeitung. Ach, könnte ich euch viel erzählen. 37 Jahre Erfahrung, Inselgeschichte. Hallo? So, also, das ist der Gran Chaparral hier. Klein, gemütlich, urig. Und ich zeige euch jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal ein Schild. Und zwar hier, dieses Schild. Tombola, jeden Donnerstag Preise im Wert von 25.000 Peseten. Kennt noch jemand die Peseten? Weiß noch jemand, was damit anzufangen? Wenn nicht, kommt hier in den Tiroler Stadel. Und dann wisst ihr, was hier los ist. Da ist er, der Chef. Servus, grüß dich. Du bist jetzt live mit dabei, lange nicht mehr gesehen. Aber immer gerne live dabei. Ja, ich habe gerade ein bisschen dein Schild bewundert. Tombola, jeden Donnerstag Preise im Wert von 25.000 bis 7. Das waren nur Zeiten, oder? Das waren Zeiten, ne? Kann sich doch gar keiner mehr dran erinnern, oder? Gut geht's. Ja, und hier ist das gemütliche Beisammensein vom Sigi. Feliz cumpleaños, wir haben ja hier gefeiert. Und dennoch gibt es hier außer dem Geburtstag auch noch was zu sagen, denn eine große Vorankündigung soll ich euch oder möchte ich euch jetzt hier präsentieren. Und da warten wir jetzt, dass der Chef kommt, der ist nämlich auch hier immer am Arbeiten. Und jetzt sage ich mal, Gerd, jetzt gehst mal mit und zeigst mir mal, wer kommt hier wann. Und zwar hier der Marc Pircher. Und der kommt am? Unser lieber Freund am 23. Februar jetzt, für eine Woche. Und wir machen hier im Tiroler Stadel Marc Pircher Party die ganze Woche. Und am 27. Februar machen wir einen schönen Ausflug durch die Insel auf die tolle Farm. Wir machen da eine Marc Pircher Party. Und zwar geht es dann mit dem Horst Glatte, der organisiert ist. Horst Glatte, der macht es. Und da könnt ihr euch anmelden, könnt ihr mitfahren. Aber Termin ist jetzt erstmal der 23. 23. hier im Tiroler Stadel. Im Tiroler Stadel. Also schaut vorbei. Der bringt, wie viele Leute bringt er mit? Bringt schon mal fast 100 Leute mit. Fast 100 Leute bringt er mit und der ist die Nummer 1 jetzt so in den... Ja, ja, schon lange die Nummer 1 in der Volksmusik, auch in der Schlagerbranche. Und da ist er. Also, wenn ihr was erleben wollt, in der Zeit hier seid, schaut vorbei im Tiroler Stadel. Gerhard freut sich, sein Sohn, seine beiden Söhne natürlich auch. Ja, und immer in Andenken seine liebe Frau, die Andrea. Da ist sie und da gehen wir jetzt hin und sagen, wir kennen sie ja. Immer wieder ist sie mit dabei und deswegen sagen wir ganz einfach, ja, da warst du auch noch ein paar Jahre jünger, ne, daneben an. Ja, das hat ja also, das ist die 30 Jahre. Oh. 30 Jahre, so habe ich dich kennengelernt. Ja, genau. So, also ihr wisst, wo es hingeht in Tiroler Stadel und da habt ihr dann immer auch Unterhaltung, Tanz, Live-Musik und auch gutes Essen, war lecker, hat gut geschmeckt, sehr gut, wunderbar. Also, beim nächsten Mal und übrigens Kredit. Gibt es an 80-Jährige nur in Begleitung ihrer Eltern. Also da müsst ihr drauf achten. So, also bis dann. So, ihr hört jetzt gerade das Stadellied. Das Lied über das Tiroler Stadel. Abend, liebe Freunde, das ist unsere Erkennungsmelodie. Schön ist, wenn's schön ist. Wir machen uns einfach das Beste immer draus und dann passt es optimal. Einen wunderschönen guten Abend, ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag schon verbracht. Ja, wie man sieht, hier eine große Familie hat der Sigi und da haben wir heute einen speziellen Anlass zum Feiern. Ja, das werden wir dann gleich mal kundgeben. Es steht zwar überall schon geschrieben in der Zeitung, es steht bis Amerika rüber. Wer kommt aus Amerika? Wer ist von den USA geflogen? Die Mami, ist es Mami?
Die Mami, von wem bist du die Mami? Von niemand. Von niemand? Ah, das ist die Cousine, ja. Und du hast auch einen Sohn oder Tochter, oder? Die sind in Amerika geblieben. Ja, wunderbar, wunderbar. Hast du einen schönen weiten Weg auf dich genommen. Ja, ja, siehst du, wenn man so einen Neffe ist, oder? Cousin, na Cousin, Cousin. Ja, wenn man so einen Cousin hat, so einen, der was so viel Geld hat, dann fliegt man schon weiter. Ja. Und alles Weitere wird gleich kundgegeben. Schön ist, wenn schön ist. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Sigi, happy birthday to you. Oi, 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 oi. Ja, Sigi, wir zünden schon nochmal ein Feuerwerk, ja? Für dein Foto. Oder Harry, wir sind zu der Bitte, hat sie ja schon gefühlt. Sie holt nochmal. Und jetzt dran riechen, ganz nah, dran riechen, ganz dran. So, das ist Sigi. Da ist er und die muss er jetzt aufessen, die Torte. Sonst geht's nicht nach Hause. Für unseren Sigi alles, die wir uns gut nehmen. Ganz ins Familie, was du alles mitgebracht hast. Ja, die Verwandtschaft und auch die Freunde. So, jetzt gibt's mal ein Nachfeuerwerk. So, und die sorgen hier für den Nachschub, für die Getränke, fürs Essen und für den Service. Ganz wichtig. So, das ist jetzt die Feier.
So, hier ist jetzt Ende vom vom Weg. Nicht, jetzt ist Zapfenstreich, wollte ich sagen. Jetzt geht es hier direkt raus aus dem Zentrum Gran Chaparral. Und ja, war schön. Wir hatten eine schöne Geburtstagsfeier. Aber für heute reicht es dann auch. Und der Tag geht zu Ende. Und da gibt es Live-Musik da drüben. So, ich sage jetzt ganz einfach hasta luego, macht's gut. Und das war der kleine Abendnachschlag. Realität, wie auch immer, ich muss mal sehen, wo und wie ich das sende. Lasst euch überraschen.